Ab wann haben wir eigentlich die Anmoderation gemacht? Ja, während des Einlaufens. Achso, ja, genau. Ach ja, die Animation ist ja anders. Hallo, liebe Leute, willkommen zum zweiten Spieltag. Deutschland hat Ungarn zu Gast und. Alter, ist das bei mir laut. Oh, meine Güte. Und ja, wir haben wieder mal ausgelost. Das heißt, Mucke durfte wählen. Mucke hat sich für Deutschland entschieden. Was für eine Überraschung. Und ich selber übernehme das erste Mal in unserem Turnier die Ungarn. So. Bist du da? Zack. Los geht's. Ich bin da. Ich muss es einen Ticken leiser machen. Also es war so laut gerade. Es tut mir leid. Dann fliegen mir hier die Ohren weg. So, ich habe. So, also zweiter Spieltag. Wird Zeit. Das stimmt, genau. Mucke hat bisher noch kein Spiel gewonnen. Aber ein Unentschieden schon mal geholt und das war gleich zum Auftakt. Das heißt, das war zum Auftakt. Hattest du auf Deutschland? Fällt mir gerade ein. Du hattest doch zum Auftakt Deutschland und ich Schottland, ne? Oder richtig, war das andersrum? Richtig. Nee. Ja. Ich hatte Deutschland auch halt per Losverfahren. Ich habe ein bisschen losgelöst. Du bist ja schon ein. Ja, das stimmt. Aber dann bist du ja mit Deutschland schon ein bisschen eingespielt. Ich präsentiere Ungarn jetzt das erste Mal in unserem Turnier, weil die Schweizer ja leider nicht hier bei EA verfügbar ist, blöderweise. Also, man kann es vorneweg sagen, diesmal habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet, zwar nicht auf FIFA abgefuckt, nicht. Ich erzähle einfach gar nichts. Yay! So viel dazu. Okay. Muck geführt? Verdammt. Und wenn ich mir, ganz ehrlich, wenn ich mir den ungarischen Kader anschaue, dann hätte ich mal eher versuchen sollen, auf 0 zu gehen. 0 zu 0, das ist nach so wenigen Minuten schon nicht mehr möglich. Ja, ich kann mich an die letzte Aufnahme erinnern, da war das halt so, da habe ich einmal geführt und dann spinnte mein Spiel. Das war so eine. Das stimmt. Aber den Gedanken, den ich noch zu Ende bringen wollte hier, wir haben auch am zweiten Spieltag im Turnier insgesamt 5 Partien, die wir zeigen können. Mehr leider nicht. Am ersten Spieltag war das genauso. Aber bei diesen 5 Partien geben wir alles. Versuchen wir möglichst Spannung aufzubauen und ich versuche hier mit der Ungarn nicht baden zu gehen. Natürlich real, klar, drücken wir Deutschland die Daumen, das ist ja wohl klar. Im Übrigen, die haben das Tippspiel gar nicht angekündigt, ne? Also tippt doch mal in den Kommentaren, wie endet dieses FIFA-Match und die reale Partie. Alle, die jetzt erst tippen, die haben ja schon einen leichten Vorteil. Ja, das sollten die eigentlich wissen, unsere erfahrenen Zuschauer hier. Das stimmt. Oh, Alter. Also man merkt uns die leichte Pause ein bisschen an. Ja, au. Okay, so schnell lag ich noch nie 2-0 hinten. Ich glaube, zu FIFA 17 Zeiten. Unsere erste richtige Saison. Ich glaube, da ja. Ja, gut. Das stimmt wohl. Gut, ich habe mir letzte Zeit. Ich war ja nicht hier untätig. Ich habe vor kurzem Stream von mir wieder gefunden, was er dem mal angeguckt und wie ich da gespielt habe und was ich eigentlich in den letzten Jahren danach falsch gemacht habe. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen gut gekriegt. Ja, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier mit Ungarn überhaupt mal an der Partie dran teilnehme. 20 Minuten gleich rum. 2-0 liegen wir hinten. Das ist mega schlecht. Immerhin den Ball mal behauptet und dann schön verkackt. Ja, gut. Schön verkackt. Du sagst es. Schnelle Balleroberung. Ja, da ist mal ein bisschen Zug zum Tor dabei. Genau da! Riesenchance! Und warum sitzt denn? Ich weiß nicht, wer da neben noch war. Nicht nach. Die Riesenmöglichkeit. Aber immerhin mal ein guter Angriff von Ungarn. Ter Stegen hier, auch mit der Glanzparade. Ja. Ja, das auch nicht. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Was hat er vergessen? Ah, oh, scheiße. Jetzt hast du mich rausgekommen. Mann. So, komm, gib die Pille. Ah, kacke. Los, rauf da. Na, dann nimm Werner den Ball aber auch mal weg. Der hat schon. Oh, super mitgenommen. Eieiei. Ja. Aber die Annahme und so, die Mitnahme, die war ja mal bombastisch gut, ne? Oh, ah, ich hab ein bisschen. Ich hab selbst nicht gespielt seit der letzten Aufnahme. Ich hab wirklich nur YouTube geguckt. Aber das schauen wir uns hier nochmal an. So super mitgenommen und dann.
Ja, perfekt also abgeschlossen. Diese Wiederholungen gefallen mir tatsächlich richtig gut. Die sind, ja, sehr anschaulich. Aber es ist schon die dritte Wiederholung nach nicht mal 30 Minuten. Das ist mir zu viel. Ja, gut, kann ich verstehen. Müssen wir mal schauen. Wir hatten noch eben gerade einen guten Angriffszug. Und wir sind auch ein bisschen zu offen. Wir kriegen das aktuell noch nicht so gut zugestellt. Aha. Oh. Also mit Schottland hatte ich ja wirklich für eine Sensation gesorgt und einen Punkt ergaunert hier, aber aktuell sieht das mal überhaupt nicht so aus. Ach du Scheiße. Komm. Ja, setz dich doch durch. Boah, also da sind wir schon zu zweit, um Werner irgendwie stoppen zu können und selbst das war haarscharf. Und dann ist der Ball schon wieder weg, das gibt's doch gar nicht. Nein, falsche Seite. Oh Gott, was bin ich jetzt so offen? Jetzt die Riesenchance, zieh durch! Ah! Oh, Scheiße, was war ich denn so offen? Keine Ahnung, aber immerhin nutzen wir die zweite Möglichkeit. Ungarn verkürzt ein bisschen, das ist wichtig. Wir leben also noch. Und das war auch fast eine rote Karte mit Elfmeter, würde ich sagen. Also wenn du mich da triffst, ja, dann fliegst du. Ich habe gedacht, da wenn dann so. Ja, genau. Und noch einen Verletzten dazu, ne? Ja, hallo. Da führst du ja auch raus hoch. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht hatten, war ja ein Eigentor und Standardtor, oder? Standardtor hatten wir. Obwohl, Standard hattest du doch schon mit den Ecken. Die waren ja gut bei dir. Ja, jetzt gib mal eine Karte. Was? Also von hinten so in die Beine. Ginter, das geht nicht. Ich hätte eine Karte gezeigt. Rot. Ja klar, rot. Wenn du jetzt gar kein Gelb in der Brusttasche. Oh, herrlich. So. Komm. Ja, oh, Arsch. Scheiße. So, ja, immerhin habe ich da nochmal zurückgeschlagen. Wo bist du schnell, Sagi? Du bist ja richtig flott unterwegs hier. Du wolltest so schön Konter fahren. Ah, los. Ja, nein. Aufpassen. Nicht wieder überlaufen lassen. Irgendwas mache ich hier aber noch. Oh, ich wollte schießen. Nein! Super! Die war aber sauber, muss ich sagen. Hut ab. Die hat gepasst. Ja, okay. Nein! Ja! Oh, also, ja, okay, das wäre jetzt aber übertrieben gewesen. Also, das wäre richtig bitter. Komm schon. Halbzeit. 3-1 für Deutschland. Es ist noch ein bisschen Hoffnung da. Aber wir müssen uns steigern. So, mal gucken, wen haben wir? Ja, wie viel Zeit hat er noch? Ja, macht ihr euch da ein paar Waden hier an der Seite? Ja, hier wird jeder gebraucht. Ja, muss ja aber ein Spiel. Ja, komm, die Bank ist so schlecht. Ich hab leider keinen Linksverteidiger. Keinen Linksspieler. Ich lass das erstmal noch so. Ja, ich lass das erstmal noch so. Ja, hier sind meine ja, hier seht ihr Taktik, ne? Ihr wisst. Okay. So kriegen wir Tom Klein. Also ich bin ehrlich, ich habe nicht gewechselt, weil einfach die Alternativen auf der Bank so schlecht sind. Es geht nicht. Das war ja knapp hier. So. So, jetzt machen wir hier erstmal Ungarn. Ein bisschen dicht hier hinten. Klappt ein kleines Wunder, dass wir hier noch einen 2-Tore-Rückstand aufholen. Na so nicht. Was war das denn für ein Fass? So, Musiala, komm, du kannst zaubern. Der ist zu schnell, ich komme nicht... Verdammter Mist! Los! Zieh! Oh, absolut keine Chance! Oh, Scheiße! Ja! Oh, Schwein gehabt! Riesenchance! Das hätte jetzt eigentlich zum Mucke gepasst, ne? Hier gleich mal das... Die letzte... Hoffnung zu nehmen. Hätte ja klappen können. Ich muss mal echt was einfallen lassen. Wir kommen vom Tempo her nicht hinterher. Passspiel ist zu ungenau.
Also Ungarn liegt definitiv auch verdient zurück. Aber manchmal ist Fußball ja nicht fair, von daher. Nein. Kann ja noch was werden. Nein. Oh. Alter. Ach, ja. Das war doch blöd. Oh, nicht. Rechter Pass ab, rechter Pass ab, danke. Och, das war... Gut. Das war klar. Mucke. Aua. Das hätte... Also, das war rot. Voll auf den Hintern. Komm, zieh! Der ist weg. Ja gut, so viel zum Tempo, ne? Ah, schade. Oh. Ja, nein! Nein! Das war wieder Steilvorlage, danke. Ja. Hapsa! Oh. Okay, gut. Nicht mal zugestellt. Ey, so. Haut noch nicht hin. Es haut noch nicht hin. Ja, rück doch mit dahin. Oh, Kimmich. Oh, Werner, gut gemacht. Aber auch stark pariert. Ich traue mich tatsächlich nicht zu wechseln. Ja, Muck, jetzt übertreibt man nicht hier, ne? Alter, Elfmeter. Gut. Außen, er macht außen. Ich hab's doch gerochen, Mensch. Sie. Der ist weg. Nee. Der ist aber weg. Mann. Ey, oh, ist das ärgerlich. Ich glaube es nicht, der legt sich den Ball schon wieder so weit vor, dass wir nicht hinterherkommen. Und gefühlt irgendwie hat er dann noch einen Muskelfaserriss, oder? Also, diesen Ausfallschritt, der sah ja schmerzhaft aus. Ja. Oh, ich lauf doch hin! Oh, ey, so, ich wechsle ihn aus. Wer ist das jetzt? So. Also schlechter kann es ja nicht werden. Die Riesenchance. Gut gespielt. Und dann muss der Nachschuss doch reingehen. Und wir kommen nicht mal zum Schießen. Schade. Ja, renn doch hin. Ja. Oh, der verletzt. Mhm. Passt ja zur Mucke. Ja. Und es gibt nicht mal einen Freistoß. Oder Elfmeter. Oder Rot. Alter, keine Chance. Ja. Yeah. Oh. Weil das war mein. Das habe ich in all den Jahren, wo ich bei dich danach FIFA 17 verkackt habe, habe ich eins festgestellt. Wenn ich für eins zu blöd war, war es Konter. Dafür war ich einfach zu blöd. Aber das hast du gut ausgespielt und jetzt glaube ich, ist das für Ungarn nicht mehr zu retten. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, wir haben lange nichts mehr aufs Tor bekommen und dann der Nachschuss und zweimal der Ball zu weit weg, das ist bitter, das muss man natürlich nutzen, diese kleinen Chancen, die wir hier kriegen in der Partie. Also Mucke meldet sich jetzt hier am zweiten Spieltag mal ordentlich an. 4 Tore, das ist für dich ja schon mal ein Turnierrekord. Oh, ist der nächste Tor oder ist das der gleiche? Ah, dann bringen wir den auch noch oben. Ja, also und glaube ich, dass der überhaupt noch aufsteht. Ich glaube, ich wäre liegen geblieben. Ich auch. So, komm, gib mal eine Karte. Habe ich doch. Ich habe doch Cap gekriegt. Na, immerhin. Mit Bodycap. Ey. So, vielleicht zumindest noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Ungarn, schaffen wir das noch? Ja, er ist ja tot. Was soll ich noch machen? Nein! Ja. Oh, was bin ich doof. Naja, danke. Immerhin, fair play, ne? Weil er nur noch ein Bein hat. Oh, ey. Oh, das war so ein typischer Muckebock, ey, ehrlich. Ja, das war heftig. Also, da kommt er echt nur noch angehumpelt und ausgerechnet, dann klappt's. Das war ja der, der zweimal sich den Ball so weit vorgelegt hat. Aber manchmal ist es ohne Beine auch besser, Fußball zu spielen hier bei uns. Und dann kann Mucke nicht mehr grätschen.
Ja, weiter, komm, jetzt kommt nochmal hier die Riesensensation. Ich hätte einfach schießen sollen. Abseits. Nein! Abseits, Junge! Deswegen, was? Hä? Was war das denn? Hast du auch gesehen, der eigentlich voll aus dem Strafraum raus. Oh, nee! Aber immerhin, man muss sagen, Ungarn gibt nicht auf. Also Hut ab vor der Moral. Ne, bis zum Schluss gekämpft. Oh. Ja, jetzt aber Schluss hier. Komm. Also so eine kleine, minimale Chance hatten wir irgendwie gefühlt doch noch. Es hätte natürlich alles zusammenkommen müssen, aber jetzt spielt Mukas runter oder hat sogar die Chance mit Sané noch mal einen draufzusetzen. Nein. Trotzdem ist es Mukas erster Sieg. Jetzt! 4:2. 6 Tore. Es war ganz ansehnlich. Ich würde sagen, wir haben uns gesteigert, aber es hat am Ende wirklich noch nicht gereicht. Und ihr seid hoffentlich in der nächsten Partie mit dabei. Die da lautet, jetzt muss ich nochmal nachschauen auf unserem schönen Kalender hier. Spanien, Italien! Das wird ein Kracher. Also bis dann! Tschüss! Ciao, ciao!